So, herzlich willkommen zurück nach der Pause. Wir würden dann gerne langsam schon wieder starten. Und zwar starten wir jetzt in den zweiten Block nach der Pause, wo wir die Ergebnisse der Marktstudie vorstellen. Los geht's gleich mit Herrn Jessing zu Energieberatung, dann Frau Kubin zu Energiemanagement und Frau Langreder noch zu Energiecontracting. Wir stellen dieses Mal die Ergebnisse der Marktstudie 2023 vor, also jetzt gerade im letzten Jahr erhoben und bearbeitet. Aber wie das ja immer bei unserer Studie ist, in der Befragung wird über das Jahr vorher gefragt. Das heißt, die Ergebnisse beziehen sich auf das Jahr 2022, auch wenn jetzt schon 2024 in der Jahreszahl steht. Genau, und los geht's jetzt eben mit den Detailergebnissen zur Energieberatung, wo ich gerne zu Dominik Jessing vom IFO-Institut übergebe. Bitteschön. Ja, vielen Dank, Dominik. Ich freue mich sehr, dass ich in diesem Jahr endlich mal wieder live vor Ihnen stehen darf. Wir hatten ja 2 Jahre Corona-bedingt online und im letzten Jahr war ich erkrankt und konnte auch nur online teilnehmen. Und es macht einfach so deutlich mehr Spaß. Ich präsentiere Ihnen die Zahlen zum Markt für Energieberatung. Und die wesentlichen Kennzahlen hat Herr Hoberg ja schon genannt. Das heißt, ich könnte hier eigentlich schon fast abbrechen, aber ich zeige Ihnen noch die passenden Folien dazu. Bevor ich in die Zahlen reingehe, wie üblich, 2 Aspekte vor allen Dingen zur Methodik. Das eine, worauf ich Sie hinweisen möchte, ist, wir haben eigentlich jetzt seit der Studie 2020 die Methodik für die Erhebung der Marktzahlen in der Energieberatung nicht verändert. Das heißt, wir haben seit 2019, also die Ergebnisse, die Sie hier als 2019 sehen, bis 2022 sehr gut miteinander vergleichbar. Das heißt, selbst wenn einzelne Zahlen, die ich Ihnen hier präsentiere, natürlich immer von Annahmen und Setzungen abhängen, die wir machen, haben sich die Ergebnisse untereinander methodisch nicht verändert. Und das Zweite, was das indirekt auch ermöglicht, wir haben in diesem Jahr erstmals die Möglichkeit gehabt, weil wir die Methodik unverändert hatten, ein Wellengewicht anzulegen. Das heißt, wir können jetzt Ihnen gewichtete Ergebnisse präsentieren. Das bedeutet in der Quintessenz, wir haben weniger Extremwerte, wir haben etwas bessere Vergleichbarkeit über die Jahre hinweg. Und das Letzte, wir haben auch in dieser Marktstudie eine sehr hohe Beteiligung von den Energieberaterinnen und Energieberatern gehabt. Wir hatten über 2500 Personen in unserer Befragung. Das heißt, wir haben sehr verlässliche Ergebnisse und ich kann an dieser Stelle immer wieder nur sehr herzlich danken für die tolle Beteiligung, die wir da haben. Das ist mir unbekannt, dass man in irgendeiner anderen Branche so eine Rückmeldung bekommt. Gehen wir in die Marktkennzahlen. Der wichtigste Wert, den wissen Sie, den hatte ich im letzten Jahr auch schon angekündigt. Wir reißen das Marktvolumen von 1 Milliarde Euro. Wir sind knapp drüber, 1 Milliarde und 38 Millionen. Vielleicht als Hinweis, nur damit Sie die Dimension mitbekommen. Ich habe ja gesagt, das hier sind gewichtete Ergebnisse. Ich habe die auch ungewichtet mal berechnet. Wir sehen im Detail ein paar Unterschiede, aber es macht im Gesamtmarkt einen Unterschied von ungefähr 0,5% aus. Also diese Gewichtung levelt ein bisschen Extremwerte, aber sie verändert jetzt an den Ergebnissen insgesamt sehr wenig. Wir sind also knapp über 1 Milliarde. Wir haben ein Wachstum gegenüber dem Vorjahr von 16%. Und wenn Sie etwas genauer drauf gucken, dann sehen Sie aber, dass erstens sich dieses Wachstum im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich abgeschwächt hat. Also es ist immer noch deutlich, aber es sind nicht mehr die Sprünge, die wir in den Jahren davor hatten. Und wenn Sie genau gucken, sehen Sie auch, dass es sich nicht über alle Energieberatungsformen gleich verteilt, sondern einige Beratungsformen, wie beispielsweise das Audit, zwar über die Jahre schwankt, aber eher auf einem mehr oder weniger konstanten Niveau bleibt. Und der Bereich, der am stärksten
gewachsen ist. Umsatzmäßig ist die umfangreiche Vorortberatung für private Wohngebäude prozentuell das stärkste Wachstum, hatten wir bei der stationären Beratung, aber die machten so kleinen Anteil aus, dass Sie das hier gar nicht erkennen können. Wenn ich aber bei den Wohngebäudeberatungen so starkes Wachstum habe, ist natürlich das Erste, was ich immer gucke, ich schaue auf die Zahlen der BAFA Energieberatung für Wohngebäude und Sie sehen hier bei den Antragszahlen, also gestellte Antragszahlen und geförderte Beratung, dass auch hier wir ein deutliches Wachstum sehen. Also wenn man das übereinander legt, passt das ganz gut. Sie sehen außerdem für 2022, dass es nach wie vor ein relativ großes Delta gibt zwischen den Anträgen und den tatsächlich geförderten Beratungen. Das heißt, wenn ich jetzt auf das Folgejahr gucke, ist da auf jeden Fall jetzt schon sicher, dass wir nicht plötzlich auf Null landen, sondern auch da wird weiter einiges passieren. Die Zahlen für 23 sind ja noch nicht komplett veröffentlicht. Wir haben die Zahlen veröffentlicht vom ersten Halbjahr und es ist eher mein Eindruck, dass es nicht mehr so deutlich weiter wächst, wie es in den vergangenen Wahlen war. So, was steckt jetzt hinter dem Wachstum? Verschiedene Sachen. Ein Aspekt ist, wir haben mehr Personen im Markt, die wir als aktiv bezeichnen nach unseren Definitionen. Wir rechnen jetzt mit 12.500 Auditorinnen und Auditoren und Energieberaterinnen und Energieberatern. Im Vorjahr waren es noch etwa 10.000, das heißt, es sind mehr Leute, die Beratung anbieten. Und, das sehen Sie hier, die Preise für alle angebotenen Beratungsformen, die wir betrachten, es gibt natürlich noch mehr, sind angestiegen. Das heißt, wir haben in jeder Beratungsform einen Preisanstieg, das scheint in Anbetracht von der Auslastung im Markt und auch von den Preissteigerungen insgesamt durchaus plausibel. Also mehr Leute, die zu höheren Preisen anbieten. Aber wenn Sie sich erinnern, wir haben das Wachstum nicht in allen Sektoren. Das heißt, es gibt auch Faktoren, die dieses Wachstum dämpfen. Der eine Faktor ist, wir haben proaktiven Beratenden weniger Beratungen, die pro Jahr durchgeführt werden und das sehen Sie hier in der nächsten Folie, die Stundensätze zeigt, wir haben mehr Aufwand, der für einzelne Beratungen aufgewendet wird und die Stundensätze sind ja eine Verrechnung der Preise mit dem Aufwand und Sie sehen hier, dass sie eben, obwohl die Preise in allen Beratungsformen, die wir betrachten, steigen, die Stundensätze in einigen Fällen sinken sogar, in einigen Fällen konstant sind und nur bei den Energieberatungen für Anlagen und Systeme tatsächlich steigen. Und das liegt im Kern daran, dass eben dieser Aufwand pro Beratung gestiegen ist. Ich kann Ihnen aus den Zahlen nicht genau sagen, warum der Aufwand gestiegen ist. Meine erste These wäre, vielleicht ist das so eine Art nachgelagerter Corona-Effekt, dass wieder mehr vor Ort passiert ist, was mehr Aufwand war im Vergleich zu den Vorjahren. Aber über gute Hinweise bin ich dankbar. Das können wir aus den Daten nicht direkt sehen. Wo geht der Markt jetzt hin? Eine Möglichkeit ist, wir fragen einfach die Anbietenden und Sie sehen hier aufgetragen die etwas vereinfachte Version unserer Befragung. Wir fragen etwas tiefer. Hier sind alle Nennungen abgetragen, die von einem positiv, also von einem wachsenden Markt ausgehen. Und zwar unterteilt in verschiedene Zielgruppen, Privathaushalte, Unternehmen und die öffentliche Hand. Und Sie sehen, für alle Zielgruppen gehen jeweils mehr als 80% der Befragten aus, dass der Markt weiter wachsen wird. Das heißt, wir haben durchaus einen positiven Marktausblick. Sie sehen aber auch, so ganz so euphorisch wie in dem Jahr davor, wo wir die höchsten je gemessenen Werte in der Marktstudie hatten, ist es nicht mehr. Und wenn man etwas ins Detail geht, sieht man auch insbesondere die Personen, die von einem sehr stark wachsenden Markt ausgehen. Also das ist hier verschmiert. Dieser Sektor ist deutlich kleiner geworden hin zu einem zwar wachsenden, aber eben nicht mehr so stark wachsenden Markt. Ein Punkt greife ich oder versuche ich ja immer aus der Marktstudie noch rauszugreifen, denn wir machen mehr als die Erhebung der Marktkennzahlen. Wir haben ja ziemlich umfangreiche Befragungen mit sehr unterschiedlichen Themen und ein Thema nehme ich für heute mal mit rein und zwar das Thema Fortbildung. Das befragen wir eigentlich auch schon seit
fast seit Beginn der Marktstudie, seit einigen Jahren, haben ganz schöne Zeitreihen. Und Sie sehen hier abgetragen zwei Dinge. Die in Orange sind das die in den letzten 3 Jahren durchgeführten Fortbildungen. Da sehen Sie eigentlich vor allen Dingen zwei Sachen. Erstens, über 90% aller Befragten haben Fortbildungen durchgeführt und die Schwerpunktthemen sind einerseits technische Themen, also Anlagentechnik, Heiztechnik und so weiter und der individuelle Sanierungsfahrplan. Aber insgesamt gibt es eine ganze Reihe von Items, die hohe Rückmeldungen haben, also es gibt eine Bandbreite an Themen abgefragt. Was wir in diesem Jahr neu haben, und deswegen habe ich Ihnen das heute mitgebracht, wir haben gefragt, was denn künftig benötigte Fortbildungen sind. Hier sehen Sie auch wieder im Kern ähnliche Sachen, nämlich erstens 95% der Befragten haben Fortbildungsbedarf. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es weiter sehr viele Fortbildungen geben wird in diesem Bereich. Auch hier verteilen sich die Nennungen ja in ganz guter Bandbreite über alle möglichen Themenbereiche. Neu als Item drin, und deswegen haben wir das noch nicht rückwirkend gefragt, ist das Thema Klimabilanzierung, Klimaneutralität. Und das hat tatsächlich in diesem Jahr die höchsten Rückmeldungen bekommen. Also das ist das Thema, wo der größte Fortbildungsbedarf gesehen wird. Zusammenfassend kann ich sagen, wir sehen ein nochmal deutliches Marktwachstum auf mittlerweile über 1 Milliarde Euro im Energieberatungsmarkt. Wir sehen aber auch, dass dieses Wachstum zwar kräftig ist, aber nicht mehr ganz so stark wie in den Vorjahren. Das Wachstum basiert im Kern auf den aktiven Zahlen und den Preisanstiegen, aber es gibt auch ein paar dämpfende Faktoren und der Ausblick ist so, dass wir weiter von einem Wachstum ausgehen für das Jahr 2023, aber nicht mehr in der Stärke, wie wir es in den Vorjahren aufgefunden haben. Wenn ich mich aus dem Fenster lehnen würde, würde ich also wieder von mehr als 1 Milliarde ausgehen, aber vermutlich jetzt nicht irgendwas im Bereich von 1,5 oder sowas, sondern deutlich darunter. Herzlichen Dank. Und für Fragen machen wir es eben so wie in dem Block vorhin. Wir sammeln und nach den 3 Marktbereichen machen wir dann die Fragen gesammelt. So ist es. Vielen Dank, Dominik. Und damit kann ich dann auch gleich weiter übergeben zu Frau Dr. Kirsten Kubin, die uns was zum Thema Energiemanagement sagen wird, auch bezogen auf das Jahr 2022. Vielen Dank. Ja, einen schönen guten Tag in die Runde. Freut mich, dass ich heute die Ergebnisse vorstellen darf. Genau, ich vertrete heute meine Kollegin Paunima Kulkani und stelle ihre Folien vor. Und im Endeffekt, ich rede jetzt über Energiemanagement und Sie haben die Vorträge davor gehört und wahrscheinlich wissen Sie, was auf meiner letzten Folie draufsteht. Energiemanagement wird ein Thema sein. Alle, die in dem Markt arbeiten, können sich schon mal die Ärmel hochkrempeln. Und ich denke mal, das werden die nächsten Folien auch zeigen. Genau, wir wollen ja immer so ein bisschen das Marktvolumen darstellen und im Bereich Energiemanagement haben wir so 2 Herangehensweisen, um das Marktvolumen abzuschätzen, und zwar Top-Down und Bottom-Up. Und hier ist dargestellt Bottom-Up. Wir haben also die Nachfrageseite da erfragt, wie viel Geld fließt praktisch in die einzelnen Produkte der Energie, des im Rahmen, im Kontext Energiemanagement, und das summieren wir dann auf, und hier sehen Sie eben, da kommen wir auf 82 Millionen Euro in Summe. Es ist eine leicht steigende Tendenz, wobei ich hier und auch bei den folgenden Folien immer sagen muss, wir müssen im Kopf behalten, Inflation ist ein Thema, steigende Energiepreise ist ein Thema, das vermischt sich natürlich alles ein bisschen, aber steigende Tendenz, und das ist erstmal so hier die Aussage an der Folie. Die andere Herangehensweise ist diese Top-Down-Perspektive, dass wir dann direkt die Anbieter nachfragen, wie sieht es aus, wie viel Umsatz macht ihr mit dem Thema Energiemanagement als solches, grob gefragt, offen gefragt, nicht produktspezifisch. Und da kommen wir auf 2046 Millionen Euro, also eine große Lücke, was allein auf der Methodik dann auch beruht. Und das sind so die oberen und unteren Grenzwerte. Und irgendwo dazwischen wird sich das wahrscheinlich bewegen. Tendenz steigend, wie Sie auf jeden Fall hier auch sehen werden. Auch hier natürlich Inflation, Preis, alles, was ich schon gesagt hatte.
Eine recht spannende Folie ist hier, das wird sich wahrscheinlich auch durch das, was wir schon gehört haben, von den Vorrednern ändern, und zwar die Entscheidung, warum wird ein Energiemanagementsystem eingeführt, warum wird sich dem Thema angenommen, und zwar hier mit 70% und 67% Themen wie, ich möchte Kontrolle über die Energiekosten gewinnen, es ist eine strategische Entscheidung des Unternehmens, also eher intrinsische Motivation, deshalb wird es umgesetzt, und eher bei 38% und 34% hier so der Druck von außen, also regulatorische, gesetzliche Vorgaben oder Anforderungen steuerlich. Und das ist an sich erstmal sehr schön, weil wenn ein Unternehmen das aus freien Stücken macht, dann steckt natürlich mehr Motivation dahinter, das möchte man, aber man merkt natürlich, es reicht nicht aus, und deshalb gibt es natürlich demnächst noch mehr Regulatorien, und dann sind wir mal gespannt, was die nächste Umfrage zeigen wird. Wahrscheinlich wird sich das Bild ein bisschen umdrehen. Aber im Moment erstmal eine sehr schöne Aussage. Wenn man es macht, macht man es gerne und aus freien Stücken. Ja, hier haben wir dargestellt, auf die Sektoren aufgeteilt, ist die unterschiedliche Nutzung der unterschiedlichen Sektoren dieser Dienstleistungen im Bereich Energiemanagement. Und da zeigt sich ganz oben natürlich die energieintensive Industrie. Da gibt es natürlich auch schon Vorgaben, und das wird natürlich da auch verstärkt genutzt. Und da ist natürlich auch der Bedarf, Einsparungen umzusetzen, sehr groß. Und das ist natürlich eine gute Möglichkeit, da über dieses Management-System das zu machen. Aber auch bei den kommunalen Behörden sieht man hier gerade, es hat sich da auch ein Anstieg ergeben vom letzten Jahr im Vergleich zum letzten Jahr und diesem Jahr. Und das sieht, da kann man eben ableiten, dass die Kommunen jetzt auch schon Druck verspüren. Sie müssen ran und müssen auch an die Gebäude ran. Und da wurde ja auch in Stuttgart schon von Stuttgart dargestellt. Und allein auch da wieder der Hinweis auf die neuen Gesetze, die da kommen. Die Kommunen werden weiter in die Verpflichtung genommen, und auch da werden wir tendenziell natürlich auch einen weiteren Anstieg sehen. Die Folie finde ich auch besonders schön, weil hier zeigt sich nochmal, wie wichtig es ist, auch für Unternehmen Energiemanagement zu nutzen. Und zwar haben wir hier gefragt, einerseits ist im Unternehmen jemand zuständig für das Thema Energiemanagement, und andererseits gibt es in dem Unternehmen ein Ziel, ein Klimaziel, ein Energieeffizienzziel. Und da sieht man, wenn man jemanden im Unternehmen hat, der dafür wirklich zuständig ist, also ein Kümmerer im Unternehmen, dann ist auch ein Ziel vorhanden, und wenn ein Ziel vorhanden ist, dann ist es natürlich auch die Bekenntnis, wir wollen was erreichen, und wenn man eben Energiemanagementsystem dafür sich bekennt, dann möchte man auch Ziele erreichen und besser werden, und das finde ich eine sehr positive Aussage. Dann ist hier dargestellt, wie ist es, wenn es um die Maßnahmenumsetzung geht, macht es mehr, setzen die Unternehmen, die Energiemanagement wirklich verfolgen, eher Maßnahmen um, und genau das zeigt die Folie, hier ist die Differenz dargestellt, und zwar der Unterschied, wenn man kein Energiemanagementsystem hat, würde man eben auch Maßnahmen umsetzen, aber wenn man jetzt ein Energiemanagementsystem hat, dann setzt man zum Beispiel hier 33% mehr Maßnahmen im Bereich des Produktionsprozesses um. Also dargestellt ist die Differenz, und erstmal auch sehr schön, wenn man ein Managementsystem hat, setzt man eher Maßnahmen um, und hier sieht man auch, welche Maßnahmen eher umgesetzt werden, nämlich ganz stark vorne liegen eben Maßnahmen im Bereich Produktionsprozesse, was natürlich auch heißt, klar, die Energiepreise sind gestiegen, alles wird teurer, da muss man natürlich auch im Bereich Produktion ran und reduzieren, und gerade auch energieintensive Techniken wie Druckluft ist an zweiter Stelle mit 31%. Und Vorteil ist natürlich bei der Nutzung von Energiemanagementsystemen, warum macht man das, setzt man das eher um? Wahrscheinlich, weil man eben Monitoring hat, man kann genauer vorhersagen, was verbraucht mein System wirklich, man kann genauer auch durch Modelle sagen, was kann ich einsparen, und da ist die Sicherheit natürlich viel größer, sich an die Maßnahmenumsetzung dann auch zu machen. Die nächste Folie, da geht es um die Investitionen in die unterschiedlichen Formen der Dienstleistung, also Energieberatung, Management oder Contracting. Und Aussage ist erstmal, alle machen mehr und alles wird teurer, würde ich grob erstmal so sagen. Man sieht in hellblau, also der obere Balken ist die aktuelle Erhebung 2022. Und grundsätzlich auch hier wieder Energiepreise, Inflation, aber ganz an der Spitze sieht man auch hier, dass im Bereich Energiemanagement einfach nochmal mehr investiert wird als in die anderen beiden Produkte. Also das
Produktenergiemanagement ist wichtig und wird auch sicherlich weiterhin wichtig bleiben. Wir stellen auch jedes Jahr so eine regionale Verteilung dar, in welchen Bundesländern werden die Dienstleistungen besonders stark genutzt. Und es wird Sie nicht verwundern, dass hier die energieindustrieintensiven Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen hier natürlich am stärksten vertreten sind. Und im Vergleich zu letzten Jahr, das ist hier nicht dargestellt, hat aber Niedersachsen so ein bisschen aufgeholt. Aber es ist eben nicht verwunderlich, das sind die Bundesländer, die eben wirklich auch, wo die größeren Industrien auch vorhanden sind. Ja, so eine letzte Folie, da hatte ich ja schon vorgegriffen, Marktausblick. Wir fragen eben auch, wie sieht die Anbieterseite den Markt im nächsten Jahr? Wird Wachstum erwartet? Und man sieht hier die graue Linie. Alle Leistungen rund um oder im Kontext Energiemanagement, da wird wirklich von einem großen Wachstum ausgegangen, von 72% auf 88%. Das andere zeigt so ein bisschen die Zertifizierung. Das ist ja das Thema, muss ich das wirklich umsetzen? Brauche ich eine Zertifizierung oder mache ich es aus freien Stücken? Das bleibt so mehr oder weniger konstant. Also eigentlich ist Zertifizierung nicht so das Thema, eher selber aktiv werden. Aber gut, hier haben wir ja gesehen, es wird notwendig sein, mehr Zertifizierung oder mehr Unternehmen, das müssen sich zertifizieren lassen. Insofern wird es sicherlich da einen Anstieg geben, aber ja, der Markt bleibt weiterhin interessant und es wird von einem Wachstum auszugehen sein. Ja, im Endeffekt schon gesagt, Wachstum, Energieeffizienzgesetze hatten wir auch schon angesprochen und die Anforderungen an Unternehmen und an öffentliche Stellen wurden auch schon gesagt. Insofern kann ich recht schnell über die Folie rübergehen, aber das ist auf jeden Fall was, was wir im Kopf haben müssen. Letztes Jahr kam das Gesetz, es wird jetzt eine Übergangsphase sein. Man wird bei der Auswertung im nächsten Jahr schon erste Effekte sehen, aber ganz stark wird man das im Jahr 2025 dann bei der Erhebung feststellen. Ja, kurz möchte ich schließen mit einem Fazit und einem Ausblick, aber auch das habe ich schon gesagt. Wachstum beim Energiemanagement können wir davon ausgehen. Wichtig ist im Moment noch den Unternehmen wirklich Kontrolle über den eigenen Energieverbrauch zu kriegen, um dann auch Maßnahmen umzusetzen. Die Strategie der Unternehmen spielt eine große Rolle, deshalb wird sich auch dem Thema angenommen. Und Energiemanagement bildet eben auch wirklich eine gute Grundlage, um Maßnahmen umzusetzen, weil man dann eben auch gut Monitoring machen kann und auch Einspareffekte nachweisen kann. Und ganz wichtig natürlich, der Markt bleibt dynamisch aufgrund der regulatorischen Anforderungen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich und übergebe dann direkt wieder an meinen Kollegen Dominik. So ist es. Dankeschön, Kirsten, für diesen tiefen Einblick ins Energiemanagement. Und um den Bogen zu vervollständigen, noch das dritte Produkt, das Energiecontracting, wie auch in den letzten Jahren schon von Frau Nodel-Langreder dargestellt. Genau, ich möchte Ihnen gerne die Ergebnisse im Bereich Energiecontracting vorstellen für das Jahr 2022. Wie in den anderen Bereichen auch, ist natürlich hier auch die Befragung unsere wichtigste Quelle für unsere quantitativen Analysen und auch für das Marktvolumen, insbesondere auch für die Umsatz- und Mitarbeiteranteile, die die Firmen im Contracting erwirtschaften. Daneben nutzen wir regelmäßig auch oder führen wir eine Webanalyse durch. Das heißt, wir crawlen die Webseiten von potenziellen Anbietern, um so insbesondere auch neue Anbieter zu identifizieren. Genau, daneben fließen noch Daten aus externen Quellen ein, zum Beispiel Verbandsdaten. Wir nutzen auch Daten aus Unternehmensdatenbanken zu bestimmten Kennzahlen wie Umsätzen. Und bei sehr großen Anbietern gehen wir auch unternehmensspezifisch vor und setzen unternehmensspezifische Kennzahlen hier an. Ja, wie entwickelt sich das Marktvolumen? Wir haben das ja in dieser Form seit 2016 erhoben und auch seitdem führen wir eigentlich das auch in dieser Methodik durch. Wir sind gestartet mit rund 8 Milliarden Euro in 2016 und es gab eigentlich jedes Jahr einen Anstieg. 2022 ist das erste Jahr, wo wir keinen Anstieg sehen. Jetzt auch noch kein deutliches Absinken. Wir sind in Summe bei ca. 10 Milliarden Euro, haben im Vergleich zum letzten Jahr eben einen ganz leichten Absinken auf 9,9 Milliarden Euro hier zu sehen.
Dieses Marktvolumen umfasst eben alle verschiedenen Contracting-Arten. Der Großteil entfällt auf das Liefercontracting, aber seit 2018 erfassen wir das Marktvolumen vom Einspar-Contracting gesondert oder den Anteil daran. Das sehen Sie hier unten in Gelb und der liegt ungefähr bei 0,7 Milliarden Euro. Ja, was sind die Einflussfaktoren, die in dieses Marktvolumen eingehen? Das ist natürlich zum einen die Anzahl der Anbieter, die eigentlich seit den letzten Jahren sich nicht stark verändert, liegt ungefähr bei etwas mehr als 400 Firmen, die Energiecontracting anbieten. Eine weitere wichtige Einflussgröße ist eben der Anteil des Umsatzes, den diese Firmen dann auch tatsächlich im Energiecontracting erwirtschaften. Wir haben das hier mal dargestellt für die wichtigsten Anbietergruppen. Zum einen gibt es die spezialisierten Kontraktoren, die circa die Hälfte ihres Umsatzes wirklich auch im Bereich Contracting erwirtschaften. Daneben ist eine sehr wichtige Anbietergruppe die Energieversorger und Stadtwerke, hier in Grau dargestellt. Die lagen immer so bei um die 7-10%, in den letzten beiden Jahren dann Anstieg auf 15% zu beobachten. Und da sieht man, wie auch bei allen Anbietergruppen, bei allen anderen Anbietergruppen, dass dieser Umsatzanteil im 2022 deutlich abgesunken ist. Also mit 4% bei den Energieversorgern haben wir hier tatsächlich den niedrigsten Wert seit 2016. Daneben ist eine weitere wichtige Einflussgröße in das Marktvolumen, sind die Gesamtumsätze der Unternehmen natürlich. Und auch da sieht man im Vergleich zu den letzten beiden Jahren deutliche Veränderungen. Links nochmal dargestellter Contracting-Umsatz, der ist ja ungefähr gleich geblieben bei ca. 10 Milliarden Euro. Da sieht man insbesondere eine Binnendifferenzierung, also ein größerer Anteil des Volumens entfällt auf spezialisierte Kontraktoren und weniger auf die anderen Branchen. Rechts dargestellt sind die Gesamtumsätze dieser Firmen und da sieht man eben, dass sich die Gesamtumsätze von 2021 auf 2022 fast verdoppelt haben. Bei Energieversorgern sogar fast verdreifacht. Das heißt, diese Einflussgröße ist stark angestiegen. 2022 war eben auch das Jahr mit dem Russland-Ukraine-Krieg, wo die Energiepreise stark hochgegangen sind, was hier mit Sicherheit auch ein wichtiger Einflussparameter oder ein Grund für diesen Anstieg der Gesamtumsätze und somit auch für das Marktvolumen ist. Das heißt, dieser Anstieg der Gesamtumsätze gleicht eigentlich den Rückgang der Umsatzanteile in Summe aus. Genau. Noch ein Blick auf die laufenden Verträge im Zeitverlauf. Hier ist es nochmal dargestellt nach den verschiedenen Contracting-Arten. Das Energieliefercontracting macht eben den größten Anteil aus, hier unten dargestellt. Daneben wird auch Pacht-Betriebsführungskontracting und auch Energieeinspar-Contracting angeboten. Das sind so die wesentlichen Arten. Und hier sieht man einen leichten Rückgang der Verträge. Also in 2021 gab es einen sehr starken Peak. Vielleicht auch noch so ein bisschen Corona-bedingt, dass viel auch umgesetzt werden sollte. Und in 2022 sehen wir hier gegenüber beiden Vorjahren eben auch gegenüber 2020 einen leichten Rückgang. Ja, wie schätzen die Marktteilnehmer selber den Markt ein? Das ist hier auch nochmal aufgetragen, analog zu den anderen. Hier auch aufgetragen der Prozentsatz der Anbieter, die von einem wachsenden oder stark wachsenden Markt ausgehen. Getrennt nach den verschiedenen Contracting-Arten. Und ja, der Großteil schätzt den Markt immer noch als wachsend ein. Das ist schon generell sehr positiv, aber auch hier sieht man eben, dass diese positive Einschätzung zurückgegangen ist in diesem Jahr. Also die ist nicht mehr ganz so positiv wie in den Vorjahren. Insbesondere beim Energieeinspar-Contracting ist der Rückgang besonders stark. Genau, ja, damit komme ich auch schon zu meinem Fazit und Ausblick. Das Marktvolumen in 2021 stagniert. Wir sind auf einem relativ ähnlichen Niveau wie 2021. Ein Grund ist insbesondere eben, sind die rückläufigen Umsatzanteile, insbesondere bei Energieversorgern. Dem gegenüber stehen
steht der Anstieg der Gesamtumsätze bei EVU. Auch hier ist mit Sicherheit eben ein großer Faktor die hohen Energiepreise. Und ja, der Marktausblick ist weniger positiv als in den Vorjahren. Von daher ist der Ausblick etwas schwierig. Also ich bin tatsächlich gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, wenn die Energiepreise auch wieder auf einem normalen Niveau sind und ob der Bereich Energiecontracting eben auch attraktiv bleibt für Energieversorger. Genau, vielen Dank. Wunderbar, danke schön. Dann würde ich kurz noch ein paar einordnende Worte für den Gesamtmarkt geben, bevor wir dann in die Fragen übergehen, gesammelt für alle drei Segmente. Genau, wir haben es schon gehört, es ist in manchen Teilen Wachstum und auch weiteres Wachstum zu erwarten, in anderen sieht es ein bisschen durchmischter aus. In Summe haben wir tatsächlich ein weiteres Wachstum von den 12,7 Milliarden, die wir letztes Jahr schon hatten, auf erstmals jetzt 13 Milliarden. Herr Hoberg hat das am Anfang schon gesagt. Den allergrößten Teil macht auch weiterhin das Energiecontracting aus, haben wir, glaube ich, ja gerade schon zu ausführlich gesehen. Aber eben durchaus mit unterschiedlichen Aussichten. Wir sind gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Dieses sehr starke Wachstum, was wir jetzt eigentlich 3 Jahre in Folge gesehen haben, ist auf jeden Fall ein bisschen abgebremst worden. Die Dynamik ist schwächer geworden. Dabei bleiben natürlich Hemmnisse, die weiterhin im Markt zu sehen sind. Beim Contracting sind das Gesetze teilweise, wie die Lieferverordnung zum Beispiel oder auch viele andere Dinge. Aber wir haben natürlich auch das Thema Fachkräfte, was immer größer wird. Wir haben das dieses Jahr auch ein bisschen ausführlicher analysiert, ist jetzt keine Folie mit drin, aber ich kann da nur auf den Bericht verweisen, der ja dann auch in wenigen Monaten wahrscheinlich zur Verfügung steht. 50% der befragten Anbieter über alle der Branchen hinweg sehen tatsächlich Fachkräftemangel als ein Problem, das auch sie betrifft. Und ein Viertel sieht das als aktives Hemmnis für den weiteren Ausbau des eigenen Marktes. Also es ist wirklich ein großes Thema geworden. Und die Fachkräfte, die fehlen, sind vor allem Ingenieure und Elektrofachkräfte. Und wir haben das wirklich branchenspezifisch abgefragt. Und diese beiden sind die beiden Branchen, die da mit Abstand am häufigsten genannt wurden. Genau. Ganz kurzer Einblick noch in die Studie. Zu den Zahlen, die Sie jetzt gerade gesehen haben, gibt es natürlich noch viele weitere Sachen. Wenn Sie die Berichte der letzten Jahre kennen, wissen Sie, dass es ohnehin noch sehr viele weitere Auswertungen gibt. Hier auf der Folie sind mal ein paar Fragen aufgezeigt, die wir dieses Jahr neu erhoben haben. Also sind sowohl für alle 4 Segmente, die wir befragen, also Haushalte, öffentliche Hand und Nachfragende sowie anbietende Unternehmen, haben wir neue Sachen drin. Das heißt, dafür können wir natürlich dann keine Zeitreihen noch nicht auswerten, aber es ist dann eben auch für die nächsten Jahre geplant und gleichzeitig können wir so ein bisschen am Puls der Zeit die neuen Herausforderungen ein bisschen besser nachvollziehen. Und wir haben einerseits die Auswertungen im Bericht, aber da sind auch sehr viele Sachen nicht drin und da ist auch eine Sache, die wir auch mal hier auf die Bühne ziehen wollten, auch wenn es vielleicht schon bekannt ist. Ungefähr seit einem Jahr sind die kompletten Daten, also 2021 und 2022 jetzt schon und 2023 demnächst, online verfügbar. Das heißt, Sie können den kompletten Datensatz selbst nutzen. Sie können Auswertungen selbst fahren. Das sind Daten, die quasi komplett der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Und mit diesem QR-Code kommen Sie direkt auf die Seite von GovData, wo diese Daten auch liegen. Wenn das gerade mit dem Handy nicht klappen sollte, können Sie uns natürlich auch gerne im Nachgang noch anschreiben und wir können Ihnen diesen Link gerne zur Verfügung stellen. Ein Hinweis darauf, fast alle der Auswertungen, die wir fahren, sind mit Gewichtungen versehen. Das heißt, wir versuchen die Zahlen da auf eine repräsentative Ebene zu bringen. Und wenn Sie selbst Auswertungen durchführen, würde ich Sie bitten, das auch ähnlich zu berücksichtigen. Ansonsten kann es natürlich zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Auch da bei Fragen kommen Sie gerne auf uns zu, auf die BFE. Da sind wir dann gerne behilflich, beziehungsweise Sie können es dann auch mit unserem Bericht vergleichen, da stehen auch noch ausführliche Bereiche zur Methodik dabei. Genau, bevor wir dann in den dritten Block übergehen, gibt es noch
Okay, ich bleibe mal hier. Gibt es noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen wieder? Und ich würde auch bitten, dass die drei VorrednerInnen auch gerne noch mal hier auf die Seite kommen, weil dann sind wir auch alle auf der richtigen Seite der Kamera. Genau, die Mikros sind wieder freigegeben und ich gebe die gerne noch rum. Bitte schön. Ja, danke schön. Erstmal schönen Dank für die Auswahl der sehr spannenden Fakten. Eine Zahl habe ich mir rausgezogen, durchschnittlicher Preis für Energieaudit, wenn ich das mit dem multipliziere, was Herr Dr. Lipka eben gesagt hat, 12.500 Energieaudits, Auditpflichtige, dann bin ich beim Marktvolumen von 130 Millionen. Sie haben gerade gesagt, es gibt Nachwuchsprobleme. Weniger eine Frage als mehr ein Appell. Also wenn man das EDLG nimmt und schreibt, vielleicht den Markt insofern zu entzerren, dass sie 130 Millionen nicht immer alle 4 Jahre anfallen, sondern sich über 4 Jahre verteilen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch in Ihrer Studie gesehen haben, dass dieser 4-Jahres-Rhythmus, der im EDLG steht, sich da widerspiegelt. Das wäre die eine Frage. Die andere eher eine technische Frage. Sie haben in der Folie 58 zu laufenden Verträgen, laufenden Contracting-Verträgen, ein Peak drin. Wie kann bei Contracting-Verträgen, die ja über 5 bis 10 Jahre laufen, ein Jahrespeak drin sein? Ist das irgendeine methodische Problematik oder wo kommt das her? Dankeschön. Also vielleicht zum Thema Audits. Was ich in den Zahlen tatsächlich sehe, ist, dass wir 2022 in etwa auf dem Niveau waren auf 2019 und dass dazwischen das Niveau so ein bisschen schwankt. Also insofern tatsächlich mal sehen, wie die Zeitreihe sich weiterentwickelt, wäre meine Vermutung, ja, diese Wellen sehen wir in den Marktzahlen auch. Was die Entzerrung angeht, da müsste ich dann auf die Kolleginnen und Kollegen verweisen. Das kann ich Ihnen aus Sicht der Marktstudie natürlich nicht beantworten. Ist jetzt an? Ja. Ja, die Frage zu den Verträgen ist eine gute Frage, ja. Das ist natürlich jetzt an der Stelle nicht hochgerechnet, sondern das sind natürlich jetzt erstmal die Antworten, die wir haben. Da kann man natürlich auch immer ein paar erwischen, die mehr Verträge haben. Aber so ganz abschließend haben wir die Frage auch noch nicht geklärt, ja. Genau. Haben sich zu den laufenden Verträgen im Contracting geäußert. Jetzt spreche ich mal hier rein, ja. Genau, also habe ich jetzt nicht im Kopf, aber gerne nochmal in den Bericht schauen. Wir werden das da auch nochmal ein bisschen genauer darstellen, auch nochmal genau, welches N dahinter steht. Ja. Ergänzend sagen wir dazu, bei den Energieversorgern hatten wir einen relativ starken Anstieg gesehen, der aus den Primärenergiepreisen sich auch herleiten lässt. Wenn dann beim Energiecontracting diese Steigerung nicht drin ist, müsste das eher auf einen massiven Rückgang des realen Umsatzes sich daraus ableiten lassen. Ja, das ist tatsächlich auch das, was ich da ehrlich gesagt drin sehe. Also man müsste das Netz natürlich bereinigen, um hohe gegenüber normale Energiekosten. Aber ja, eigentlich sehe ich das auch so, ja. Genau. Gut, noch eine Frage von Herrn Lohse. Ja, vielleicht nicht nur alleine eine Frage, sondern sozusagen eine kurze Einschätzung, vielleicht auch verbunden mit 1, 2 Wünschen. Wir sind ja hier in einem spannenden Kontext auch mit der Politik zusammen. Wir haben in Abfragen im Sommer nach den Diskussionen des GEGs natürlich gemerkt, was alle im Markt gemerkt haben, dass quasi eine gewisse Verunsicherung seitens der Investitionen eintritt und das merkt eben die Energiedienstleistungsbranche hier als Investivbestandteil natürlich genauso wie Handwerker und andere. Das ist, denke ich, klar und das bietet hier auch letztendlich einen der Interpretationsmöglichkeiten, dass da tatsächlich jetzt bedingt durch Situationen, Diskussionen, Auftraggeberverunsicherungen hier verschiedene Prozesse ein bisschen ins Stocken geraten sind, wenn es um die Investitionsentscheidung geht.
Was wir sicherlich auch sehen, ist, dass eine gewisse Restunsicherheit noch bei der Ausstattung der Fördermittel, insbesondere bei Transformationen in grüne Wärmenetze, die ja über Energiedienstleistungen ja sehr stark favorisiert werden, insbesondere in Gebäuden, dass da natürlich jetzt aufgrund der Fördersituation mit dem BEW erstmal eine große Hoffnung auch geweckt wurde, aber eine gewisse Skepsis da ist, dass quasi aus der Stufe 1 Erstellung der Transformationskonzepte dann wirklich auch in die Stufe 2 Umsetzung der Investitionen bei jetzt auch bekannt werden, minus 100 Millionen in 2025 auszugehen ist. Das fördert jetzt gerade nicht so unbedingt die Investitionslaune, sowohl der Auftraggeber als auch der Umsetzer. Das macht die Sache nicht leichter, ist aber jetzt halt so. Müssen wir versuchen, über andere Lösungsinstrumente mit anderen Finanzierungsansätzen damit klarzukommen. Aber ich glaube, was wirklich jetzt gerade bei so unsicheren Zeiten wirklich mehr noch zum Tragen kommt, ist die immer noch schwelende Frage, wann schaffen wir es wirklich in der Regulatorik, die Energiedienstleistung gleichzustellen? Das ist eine der Forderungen, mit denen wir uns ja ursprünglich auch als EDL-Hub gegründet haben. Ich glaube, das ist immer noch jetzt ganz essentiell. Und wenn es jetzt so anfängt zu bröseln und andere Unsicherheiten im Markt drin sind, dann ist natürlich jeder wirtschaftliche Nachteil, den ich halt durch einen schlechteren Zugang zu Fördermitteln, einer Nichtbezahlung, einer Eigenplanung oder Ähnlichem halt in Kauf nehme, halt einfach ein wirtschaftlicher Nachteil, der dann noch dazu führt, dass sich irgendwann das Contracting-Investitionsvolumen von dem allgemeinen Energieeffizienzvolumen entkoppelt. Das heißt also, Energieeffizienz mag es durch Förderung weitergeben, aber langsam wird die Contracting-Rate absinken. Und das ist vielleicht nicht so unbedingt das, was man angesichts an Fachkräftemangel und Ähnlichem eigentlich sich wünschen würde. Von daher wäre wirklich der dringende Wunsch auch an die Politik, die Bitte, das Thema wirklich mit auch in den einzelnen Regulatorien mitzunehmen, doch zumindest mal den Ansatz eines Versuches zu machen, da quasi die Gleichstellung auch zu erwirken. Das wäre ganz toll. Wir unterstützen da wirklich sehr, sehr gerne und stehen da zur Seite. Vielen Dank, Herr Lohse. Und dann würde ich auch noch mal an die Fragen aus dem Stream übergeben. Gibt es bestimmt auch noch ein paar gute Impulse. Jetzt müsste es klappen, ja. Vielleicht noch mal ganz kurz, in der Pause kamen auch so ein paar Fragen im Chat hoch, die haben sich gesammelt, die werden wir dann wahrscheinlich im Nachgang beantworten. Genau. Ja, so nur, dass die digitalen Teilnehmerinnen und Teilnehmer das auch wissen, dass wir dann noch mal eine Antwort nachliefern. Genau, aber jetzt kamen noch Fragen in Bezug auf Energieberatung, und zwar, wie kommen Sie auf 10.000 aktive Beratende? Etwas mehr, 12.500 ungefähr. Das ist die Definition, die wir setzen. Die setzt sich aus zwei Gruppen zusammen. Das eine sind registrierte Auditorinnen und Auditoren. Und das andere sind solche Beratende, die einen Förderantrag bei einem Bundesförderprogramm gestellt haben. Das ist quasi die Quelle, die wir haben. Hintergrund ist der, das Berufsbild Energieberater ist ja nicht klar definiert, aber über eben diese Zertifizierung und über diese Förderprogramme haben wir einen Rahmen, den wir klar setzen können. Denn wir haben Mindestanforderungen und wir haben auch Kontaktdaten. Das ist natürlich auch ein nicht ganz unerheblicher Faktor. Wir können die Leute erreichen. Es ist aber uns bewusst, das ist natürlich nicht der ganze Markt, sondern wir fokussieren uns da ganz eindeutig und auch gewollt, also nicht nur aus der Not heraus, sondern auch gewollt, letzten Endes auf einen, ich nenne es jetzt mal mit Anführungszeichen, professionellen Energieberatungsmarkt, weil das heißt natürlich nicht, dass andere Energieberatungen nicht professionell sind, aber den Bereich, den können wir zumindest klar fassen. Und das sind, wie gesagt, das sind die zwei Kernquellen. Das beantwortet wahrscheinlich so ein bisschen auch die nächste Frage, die da heißt, Sie erfassen nur die geförderten Beratungsleistungen. Was ist mit Beratungsleistungen, die nicht gefördert werden? Das stimmt nicht so ganz. Wir fragen Personen, die geförderte Beratung anbieten. Die bieten aber möglicherweise auch andere Beratungen an und wir fragen sie nach dem, was sie machen. Das heißt, wir haben auch nicht geförderte Beratungen in unserem Pool drin. Wir haben aber einen gewissen Fokus auf die geförderte Beratung. So viel kann man sagen. Wie viel sozusagen da außen ist, ist für mich völlig unmöglich zu sagen, weil wir letzten Endes diese Grenze nicht setzen können. Also ist eine Beratung im Baumarkt zu Dämmstoffen eine Energieberatung? Wir haben da ja einiges schon versucht. Wir haben mal versucht, über ein Webcrawling-Tool zum Beispiel aus Internetseiten rauszufinden, wie viel Energieberater anbieten. Und man kommt auf
absurde Ergebnisse, weil da unter anderem Energieberatung über Feng Shui oder sowas mit dabei ist. Also es ist einfach, es ist tatsächlich, ich wüsste nicht, wie ich das sagen kann. Deswegen machen wir diese Setzung. Und man muss einfach dann sich der Tatsache bewusst sein, die Zahlen, die ich Ihnen hier nenne, die sind ein Teil eines Marktes, den ich in den Außengrenzen nicht wirklich besser definieren kann. Gut, eine letzte Frage noch. Eine letzte Frage noch. Folie 43, sind da Berater oder Zertifizierer gemeint? Ups. Das war dein... 43? Ja. Das klingt nicht nach Energieberatung. Das ist Energiemanagement hier. Genau. Ja, dann, ja. Also, ich weiß nicht, ob es sich auf eine andere Folie bezogen hat. Mal nachhaken. Ja. Können wir vielleicht im Nachgang auch nochmal klären. Okay. Wunderbar. Ich sehe jetzt im Raum auch keine Fragen mehr. Insofern vielen Dank. Dann sind wir hier am Ende vom zweiten Block und wie schon gesagt, weitere Ergebnisse in der Studie, in den Daten, die auch öffentlich verfügbar sind.